So, in der letzten Folge haben wir erstmals mit unserem McLaren F1 Le Mans ein wenig Erfahrung gemacht, die auch durchaus guter Natur waren, denn wir haben 139 1000 Speedpoints abgegriffen und tauschen jetzt mal die Nägel gegen eine schöne Straßensperre ein. Das hatte ich mir vorgenommen, das wollte ich hier auch machen. Straßensperre Level 1 und dann natürlich auch noch Straßensperre Level 2 darf nicht fehlen und auch das Level 3 folgt auf dem Fuß. Und dann haben wir auch gar keine Punkte mehr. So sieht es nämlich mal aus. So, tut mir leid für den kurzen Schnitt, aber da bin ich gerade mal wieder, ja, nicht aus dem Spiel geflogen, sondern das Spiel hat sich komplett abgeschossen, aufgehängt, was weiß ich. Also so viel Spaß ich mit Need for Speed Rivals auch habe. Manchmal ist es wirklich ein wenig nervig, was hier für technische Probleme immer wieder an den Tag treten. Ich werde das jetzt irgendwie hier direkt an den Teil ranschneiden, wo wir die Speedpoints ausgegeben haben. Und jetzt gilt es bei einem Hot Pursuit Event noch, ja, unter freiem Himmel, 3 Sterne, machen wir das doch mal. Gold zu holen mit den neuen Upgrades sollte das eigentlich mal im Bereich des Möglichen sein, denke ich, hoffe ich. Und ja, ein Hot Pursuit Event habt ihr gerade gesehen, hatte ich auch schon gemacht, bevor mir das Spiel abgeraucht ist. Das wurde damals nicht gespeichert, der Fortschritt. Also ihr habt eigentlich nichts verpasst, weil ich bei dem Hot Pursuit Event auch nicht gerade gut abgeschnitten habe. Aber sowas ist halt immer ein bisschen nervig, wenn das ja so ein bisschen, naja, technische Probleme gibt. So, unter freiem Himmel. Boah, da fahren 5 Lamborghini gleich mal. Also jetzt kämpfen wir nicht mehr wie vorhin immer gegen Porsche, sondern gegen Lamborghini Veneno. Das ist ja auch unser aktueller Wagen als Racer. Oh, Verhaftung bestätigt. Ach du Scheiße. Also diese Straßensperren, den kann man immer sehr, sehr schwer ausweichen, finde ich. Das fällt mir immer schwerer als den Rasern, habe ich das Gefühl. Ah, fuck. Da hätte ich ihn gut treffen können. So. Wollen wir doch mal den Venenos ein bisschen einheizen. Da vorne sind die ersten. Ja, komm. So, ein bisschen Nitro, um wieder ranzukommen. Ivo. Der ist nicht durchgekommen. Das wüsste ich doch. So, der hat ein ESF. Damit kontert er das EMP. Ekelhaft. Boah, Alter. Was geht ab? Und jetzt laggt sie auch gerade ein bisschen. Nein. Ach, voll die Felgen zerschossen. Ja, und er setzt mich natürlich auch vollkommen falsch jetzt raus. Und was das immer soll, weiß ich nicht. Wie soll ich denn fahren ohne Felgen? Meine Güte. Jetzt rammt mich auch der eigene Kollege. 7,2 Kilometer noch. Mal gucken mal bitte, wie weit die da vorne weg sind. Ja, natürlich zündet der jetzt seinen scheiß Turbo. So, ich stock gerade mal lieber auf, statt hier vorbeizuziehen. Komm, Straßensperre anfordern. Ja, der fährt gegen Baum und ist nicht fertig mit der Welt. Also, das soll mir mal einer erzählen. So. Boah. Die ging da zum Glück nur nach vorne, die Schockwelle. So. Racer verhaftet. Das EMP ist so eigentlich ganz geil. Boah, ziemlich hell hier auch. So. So. So muss das nämlich laufen. Er wäre auch verhaftet. So, einer fehlt noch. Der ist aber hinter uns, bin ich mir ziemlich sicher. Da ist er. Ja, und da musste er in die Straßensperre rein und das ist ihm nicht gut bekommen. So, betritt ein Kommandoposten. Komm, versuchen wir noch diesen Schnelleinsatz und dann gehen wir auf den Kommandoposten. Das können wir nochmal kurz versuchen. Hätte ich Lust drauf. Weil vielleicht geben wir jetzt sogar direkt schon unser McLaren ab und das wäre natürlich sehr, sehr schade.
wenn wir den nach so kurzer Zeit schon abgeben müssen. Denn er gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, von hinten ist er nicht so mein Fall, aber von vorne und von der Leistung her definitiv der McLaren F1 Le Mans ein Wagen, mit dem man definitiv arbeiten kann. So, nicht zu viel Zeit strafen, uns anlachen, das ist hier relativ wichtig. Boah. Wenn wir Gold bei diesen drei Sterne Schnelleinsatz holen wollen. Ja. So natürlich nicht. Aber da haben wir auch gleich eine Werkstatt. Hier schön rumgedriftet, so muss das sein. Ein bisschen Nitro geben. 4 von 18 Kontrollpunkten, also ein bisschen haben wir noch zu fahren. Wir sind hier, glaube ich, auch relativ dicht gesetzt. Nicht so wie bei anderen Need for Speed Spielen, wo die ein bisschen weitläufiger gesetzt waren. Aber die Kontrollpunkte sind natürlich auch da, wo man dann als nächstes wieder respawnt, wenn man dann einen Crash baut. Und sind definitiv dann auch enger gesteckt, angenehmer, würde ich doch mal behaupten. So, ich freue mich schon darauf, gleich zu erfahren, welchen Wagen wir kriegen, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ja, da konnte ich das kleine Tusch hier nicht mehr verhindern. 2,30 dürfen wir brauchen. Na, verdammt. Okay, jetzt nochmal ein bisschen zusammenreißen. Böp. Aber wir haben nicht die Verfolgung gestartet. Den haben wir mal schön hinter uns gelassen. So. 3,3 Kilometer noch. Wir sind recht fix unterwegs, ja. Wie sollte ich dem denn noch ausweichen? Da gibt es direkt doppelt die Zeitstrafe. Weil man von der einen Bande in die andere fliegt. Nein, nicht beim Schnelleinsatz, Leute. Nicht beim Schnelleinsatz, bitte. Ich würde es schaffen. Jetzt schaffe ich es nicht mehr, ey. Das gibt es doch gar nicht. Komm, öffne das Menü, bitte. Hey, dieses Spiel. Wieso kann er denn jetzt das scheiß Menü nicht öffnen? Ich möchte diesen Schnelleinsatz nicht mehr machen. Ich bin jetzt beleidigt. Danke. So, sorry für die Lags, Leute, und alles Mögliche, aber... Pff. Was weiß ich denn? Ja, so sieht's aus. Kann und will vor allen Dingen nicht reagieren. So. So, tut mir leid für den kleinen... Na, Wutanfall war es ja nicht mal ansatzweise, aber es ist schon... ein wenig nervig, wenn das Spiel hier immer so seine eigenen Späße mit mir treibt. So. Kommandoposten betreten wir. Die Speedlist haben wir abgeschlossen und jetzt freue ich mich auf eine mannigfaltige Belohnung. Hoffe ich zumindest, dass die dann mal kommt. Nutze Easy Drive, um alle freigeschalteten Events zu finden. Ja, ja, kennen wir alles. So, 17,39 finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So. Die Punkte sind nicht so fett, also da wäre mehr drin gewesen. Wenn wir den 3-Sterne-Schnellensatz noch gemacht hätten, wäre es besser gelaufen, aber so gibt's nur das übliche. Neue Wagen verfügbar, das ist doch das Wichtigste. Oh. Oh. Der Bugatti Veyron. 16,4. Und ich glaube, da muss ich mich leider Gottes dann doch von unserem McLaren abkehren. Kapitel 8. Keine Ehre unter Dieben. Wir haben drei bekannte Partner von Zephyr identifiziert. Sie nutzen verschlüsselten Funk. Bei jedem Kontakt senden sie Signale. Sind die Funkgeräte aktiv, erscheinen sie auf der Karte. Du musst sie dir dann schnappen, sonst sind die Funkgeräte nutzlos. Fängst du ihre Kommunikation ab, können wir den Code knacken und Zephyr finden. Unser Ziel war es, das Racer-Netzwerk zu zerschlagen. Sie dachten, im Team wären sie stärker. Aber im Endeffekt hat es sie nur verwundbarer gemacht. Ihre Stärke war ihre Anonymität. Die haben wir ihnen genommen. Wir haben sie zusammengetrieben, wie ein Wolfsrudel, um sie einfacher zu kriegen. Jetzt ist es Zeit, sie uns zu holen.
Genau so sieht's aus. Sie fürchten sich. Und als nächstes schalten wir dann schon den Königsjagd Agera R in der Enforcer-Version frei. Also das geht jetzt über Schlag auf Schlag und durch Zephyrs Mittel, Leute, kommen wir an ihn ran. Das ist der Anfang vom Ende. Wir kommen näher. Ja, alles dasselbe in dem Fall, deswegen macht es keinen Unterschied. Jetzt kriegen wir den Königsjagd Agera in der Streifenversion. Das ist vielleicht nicht schlecht. So, Garage verlassen. Können wir eigentlich machen, aber ich denke mal, zuerst holen wir uns den Bugatti Veyron Super Sport in der Enforcer-Version, der eine sehr geile Höchstgeschwindigkeit hat. Stärke und Robustheit ist auch sehr gut und den müssen wir uns einfach holen. Tut mir leid, Leute, aber den brauchen wir. So, Verfolgungstechnologie. Was packen wir in das gute Stück rein? ISF. Ich hätte eigentlich Lust auf Schockramme. Tatsächlich hier drin. Und. Boah, zu viel mehr reicht es auch nicht mehr, ne? Schockramme und Heli machen wir hier mal. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Kombo. So, Schockramme Level 2, reicht es dafür noch? Ich befürchte fast nein. Doch, sehr gut. Achso, dann packen wir hier den Heli rein. So. Gut. Ja. Gold bei drei Events. Rohe Gewalt. Komm, warum nicht? Wollen wir den Bugatti Veyron 16.4 doch mal so richtig schön austesten? Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie und ob das hier was wird. Aber ich hoffe es einfach mal. So. Verdächtige bei 1044 auf Pacific Woods identifiziert. Wir haben hier immer viermal die Schockramme und zweimal den Heli am Start. So, da sind ein paar Venenos. Und wir sind jetzt in unserem neuen Superboliden, dem Bugatti Veyron 16.4. Grand Sport. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon groß was reißen können. Mit dem Boliden. Der Spoiler ist definitiv mal rausgefahren, aber die sind natürlich ziemlich schnell. So. Okay, den ersten haben wir fast schon. Boah, sind die fix. Alter, Alter. Komm, fahr weiter. Ist noch nichts verloren. So, den machen wir gleich mal um die Hälfte runter. Dann nehmen wir halt diesen Weg hier. So, einen Heli rufen wir auch nochmal auf den Plan. So. Bums, Fall der Ra, sage ich dazu nur. Auch der ist verhaftet. Boah, der Bugatti ist schon relativ robust. Also der haut die ordentlich weg. Das muss man ihm lassen. So, wir müssen noch ein bisschen näher rankommen, um die Schockramme gleich gewinnbringend einzusetzen. Boah, Alter. Das wäre ein kranker Schaden. Ich glaube auch. So. Der wäre verhaftet. So, wir können schon mal ein bisschen zurückfahren, bevor die nächsten kommen. Kommen sie nämlich. Sehen auch noch recht gut aus. Recht fresh. Das wird knapp. Jetzt wäre EMP natürlich Gold wert. Aber nicht verzagen. Wir kriegen das schon hin. Schön, Alter. Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. Boah, wir müssen den auch irgendwie kriegen hier. Nein, nein, das darf nicht wahr sein. Okay, ich glaube, da haben wir es verkackt. Die haben beide aber nicht mehr so viel Leben eigentlich. Racer verhaftet, sehr schön. Racer verhaftet, nice. So. Ja, danke, danke. So, was haben wir hier? Ist das drei Sterne? Das drei Sterne ist, mache ich das gerne. Nee, mit voller Kraft ein Stern.
glaube, ich werde tatsächlich auch mal kurz hier in den Kommandoposten gehen. Einfach, um nochmal unsere Verfolgungstechnologie ein wenig abzugraden. Und um die Folge auch zu beenden, denn wir sind schon relativ am Ende hier angelangt und können dann gleich, ja, nicht nur unseren Wagen upgraden, sondern auch die Folge beenden. In Kapitel 8 sollen wir uns die Mittelsorte schnappen. Irgendwie wird die Story nicht so super eingebunden, aber ich finde, für die kurze Zeit hat sich der Bugatti schon mal sehr gut gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir ihn dann nochmal ein wenig aufpolieren, was die Verfolgungstechnologie angeht.